Der Weihnachtsbaum von Henri Lubie kam mit der Post so schnell wie noch nie. Glänzend grün und frisch und schön, einen größeren Baum hat er nie gesehen. Wie lang hat er darauf gewartet, jetzt nichts wie los zur Tür gestartet. Ein prächtiger Baum, rief er. Wie fein! Bitte, mein Herr, herein damit, herein! Ich glaube, dieses Jahr stellen wir den Baum in diese Ecke hier. Doch kaum stand der Baum in seiner Ecke, sah Herr Willoughby entsetzt zur Decke. Der Baum stieß an und hob sich krumm. Oh Himmel, seufzt er, was für ein Trumm. Dann rief er den Diener Baxter gar, die Spitze zu kappen, um die es schade war. Toll, rief Herr Willoughby voller Entzücken. Jetzt können wir den Baum endlich schmücken. Geschmückt erstrahlt der Baum immer heller, die Spitze legt man auf einen Silberteller. Diener Baxter sagte, ich kenne eine Frau, die will so ein Bäumchen, das weiß ich genau. Er trug es hinauf zu Fräulein Kätchen, Herrn Willoughbys treuen Zimmermädchen. So lange, sprach sie, schmück ich den Baum, bis er erstrahlt wie ein Weihnachtstraum. Doch die Spitze, seufzt sie bang, muss leider ab. Sie ist viel zu lang. Sie schnitt, als ob es gar nichts wäre, die Spitze ab mit scharfer Schere. Am nächsten Tag warf man die Spitze hinaus. Auf dem Müll landete sie hinter dem Haus. Als Gärtner Tim vorüberging, sein Blick sich im kleinen Baum verfing. So ein Bäumchen auf dem Müll, das ging gegen sein Gefühl. Schnurstracks wurde es heimgetragen. Was würde jetzt Frau Tim wohl sagen? Halli, hallo, was für ein Baum! Frau Tim traut ihren Augen kaum. Unser Haus, sagte sie, ist kuschelig und klein. Ich glaub, der Baum passt gar nicht hinein. Herr Tim kam gar nicht erst zu Wort, da war die Spitze schon ab und fort. Wer war mir, der seines Weges geht, hat den Baum sofort erspäht. Einen Baum rausschmeißen, was die sich wohl dachten. Und das ein paar Tage vor Weihnachten. Ich nehme ihn mal mit, das scheint mir das Beste. Schau, Mama Bär, ein Geschenk zum Feste. Ach, das ist ein hübscher Baum, gähnte Mama Bär schon halb im Traum. Oh, jetzt feiern wir ein Weihnachtsfest, wie der Winterschlaf uns träumen lässt. Der kleine Bär aber rief von fern, auf diesen Baum passt nicht mal ein Stern. Doch Bär Barney sagte, wir kürzen den Baum. Unten am Stamm können wir ihn abhauen. Mama Bär wollte nicht lang messen und schnitt die Spitze ab stattdessen. Super toll, rief Bär Barney heiter. Deine Ideen, die bringen uns weiter. Glöckchen her und Lebkuchenringe, bunte Beeren, Lametta-Schlingen. Schmückt ihn, sagt Mama mit buntem Tand. Ich werf mich in mein Nachtgewand. Was sollen die Spitzen jetzt noch hier? Die werfe ich am besten vor die Tür. Mitten in der kalten Nacht hat Räuber Fuchs sich aufgemacht, entdeckte das Bäumchen, kratzt sich am Kinn, öffnet den Sack und schon ist es drin. Er raste nach Haus, sprang übers Tor in den Garten, denn dieses Weihnachtsgeschenk konnte nicht warten. Sogar, sagte Frau Fuchs und schaute glücklich drein, noch besser als unsere Weihnachtsküchlein. Doch dann, die Füchse fassen es kaum, das Bäumchen war ein wenig zu groß für den Raum. Ach, sagte Frau Fuchs, nur nicht verzagen, die Spitze ist gleich abgeschlagen. Ben Hase fand den Tannenrest tief im Schnee vor Fuchsens Nest. Dass das ein Geschenkchen vom Christkind war, das war dem Hasen auf Anhieb klar. Sieh, was Papa nach unten bringt! Schon war er von seiner Familie umringt. Da tanzten die Hasen fröhlich und munter, hoppeldi-hopp und drüber und drunter. Immer im Kreis um den Baum geschwind, übermütig wie Hasen sind. Benjamin Hase, wie wir sehen, brachte das Bäumchen mit einer Rübe zum Stehen. Stellen wir's über den Kamin, da passt es doch am besten hin. Aber die Kinder riefen dann, schau, das Bäumchen stößt oben an. Ein bisschen groß, sagt Frau Haas und schnippelt drauf los, als wär's Sommergras.
und warf dann nicht gerade satt die Spitze hinaus in die Nacht. Zufällig fand Herr Knuspermäuschen die Tannenspitze vor dem Hasenhäuschen. Er schleppte das Bäumchen durch Eis und Schnee und rutschte aus und tat sich weh. Endlich erreichte er sein kuscheliges Haus. Passt genau rein, sagt Frau Knuspermaus. Und auf der Baumspitze Potz Blitz fand bald ein Käsestern einen Sitz. Bringt nicht schon das kleinste Stück von Herrn Willoughbys Baum das höchste Glück?